Es ist ein nasskalter Novemberabend und ein Feierabend, den sich viele von uns wohl eher zu Hause auf dem gemütlichen Sofa, bei einer Tasse Kaffee oder einem Glühwein im geheizten Wohnzimmer vorstellen. Dazu ein spannendes Buch, die Tageszeitung oder die neuesten Nachrichten aus den aktuellen TV-Programmen. So oder ähnlich hatten sich sicher auch die vielen freiwilligen Retter und Helfer der Feuerwehren in den Kreisen Rendsburg, Eckernförde und Plön ihren verdienten Feierabend vorgestellt. Doch spätestens als die Funkmeldeempfänger in Wolfsee zu piepen begannen, war es mit der Gemütlichkeit jäh zu Ende. Gemeldet wurde von der Leitstelle ein Verkehrsunfall im Milkendorfer Weg im Wolfseer Ortsteil Ramsee. Ein PKW sei dort an einer Einmündung mit einem LKW, der mit Gefahrengut beladen ist, zusammengestoßen und es treten nun gefährliche Stoffe aus. Dass es sich bei diesem Alarm am Freitag, den 20. November, kurz nach 17 Uhr nur um eine Übung handelt, wissen bis dahin nur wenige Eingeweihte. Es ist zu einem Verkehrsunfall gekommen, PKW. Mit einem LKW, also einem Sattelzug, der Gefahrgut geladen hatte. In dem PKW zwei verletzte Personen, plus der LKW-Fahrer, der natürlich unter Schock stand. Und die Löschzüge, Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde und des Kreises Plön waren im Einsatz, um die Lage mit dem Gefahrgut in den Griff zu bekommen, beziehungsweise die Feuerwehr Molfsee zu unterstützen mit Trägern, Atemschutzgeräteträgern und chemikalischen Schutzanzügen. Der stellvertretende Wehrführer der Feuerwehr Molfsee, Michael Hamann, und der stellvertretende Leiter des Löschzug Gefahrengut Rendsburg-Eckernförde, Michael Leier, hatten sich diese Übung gemeinsam ausgedacht und realistisch umgesetzt. Im PKW waren Fahrer und Beifahrer eingeklemmt und der Fahrer des LKW wurde von seiner zum Teil auslaufenden und brisanten Ladung kontaminiert. Die Molfseer Feuerwehr richtete eine weiträumige Absperrung ein und begann mit der Rettung der verunfallten Personen. Die Anfahrzeiten des Löschzug Gefahrengut aus Rendsburg nahmen 30 bis 40 Minuten in Anspruch. Daher war es wichtig, zeitgleich den Löschzug Gefahrengut Kreis Plön zu alarmieren, der einen kürzeren Anfahrtsweg hat und deshalb sofort nach Eintreffen mit der Rettung des dritten Unfallopfers beginnen konnte. Nachdem die unter Chemikalien-Schutzanzüge operierenden Kräfte die Gefahrenstoffe wie Ammoniak, Ameisensäure, Chloressigsäure und noch einige mehr erkannt hatten, wurde die Übung beendet. Für jede Feuerwehr gilt, nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. In gemeinschaftlicher Arbeit wurde unmittelbar nach dem Einrücken in das Molfseer Feuerwehrgerätehaus damit begonnen, die Fahrzeuge und Geräte wieder einsatzbereit zu machen. Zum Schluss gab es eine kurze Manöverkritik vom Leiter des Löschzug Gefahrengut Rendsburg-Eckernförde, Lars Wichmann. Vielen Dank an den Gefahrgutzug Plön, der sich bereit erklärt hat, mit uns diese Übung gemeinsam durchzuführen, sodass wir real hier jetzt mal durchspielen konnten einen Verkehrsunfall mit einem Gefahrgut-LKW, wo ein PKW reingefahren ist. Zwei Personen haben geklemmt und ein LKW-Fahrer, der hat einen Schock gehabt und war benetzt worden mit dem Gefahrgut. Das war die Einsatzsituation, die wir vorgefunden haben, die ihr abzuarbeiten hattet. Vorbildlich habt ihr nach Gamsregel gearbeitet, 50 Meter Absperrgrenze. Der Trupp hat sich bedankt, weil er muss ja auch 50 Meter nach vorne gehen. Und das mit technischer Hilfeausstattung ist natürlich nicht einfach, was ihr da an Lage vorgefunden habt. Ihr habt gleich entschieden, unter Vollschutz vorzugehen, was richtig war bei dem Stoffgemisch, was dort vorgefunden wurde. Ich glaube, der Fahrer hat euch darüber gleich informiert. Den habt ihr so ein bisschen beiseite genommen, dass er nicht weitere Kameraden kontaminiert. Um die beiden Kameraden, die sich gekümmert haben um den Fahrer, haben wir uns dann nachher als Löschzug Gefahrgut gekümmert, sodass die auch entkleidet wurden und dekontaminiert wurden. Und von unserer Seite ist die lange Anfahrt eine Herausforderung. Das muss man einfach so sehen. So passte es, dass der Löschzug Gefahrgut aus Plön dazugekommen ist. Ihr wart mit euren Einheiten zeitlich bestimmt 5 bis 10 Minuten vor unserem Fahrzeug hier.
Für das leibliche Wohl sorgte am Ende die Feuerwehr aus Flintpick-Vorde. Aus der Gulaschkanone gab es ein herzhaftes und heißes Chili con Carne.